zusammen, was hat jetzt ein Einkaufsbummel beim Interspar mit dem Mittelalter zu tun? Dieser Frage widmen wir uns heute. Ja, liebe Leute, was Mittelalterliches, was man finden kann bei einem Einkaufsbummel in einem Interspar, ist Bier. Bier gab es im Mittelalter und glücklicherweise hatten wir den Wandel von den obergärigen Sorten wie Hefeweizen und so weiter zu den untergärigen Sorten wie zum Beispiel Bockbier und Lagerbier, so helles, so im 15. Jahrhundert. Das zählt ja noch wunderbar zum Mittelalter dazu. Ja, also geht es um was Spätmittelalterliches, nämlich um Bockbier. Ja, es gibt jetzt gerade beim Interspar 9 Bockbiere der österreichischen Kulturbrauer in einer Box. 9 mal 0,33 Liter Bockbier von verschiedenen Brauereien. Wunderbar, also zum Box aufmachen. Es ist wunderschön perforiert hier oben. Braucht ihr nur einmal anreißen, schon hat man sie offen. Und es gibt sogar, unglaublich aber wahr, ein Heftchen dazu. Also sozusagen, wo drin steht alles Mögliche über das Bier. Wir machen heute Nacht noch ein Video mit 2 Experten, also die bessere Bierkenner sind als ich. Ich bin Spielmann, ich schütte in mich hinein, was man mir gratis gibt. Diese Box, wie gesagt, kostet um die 13 Euro. Enthält unter anderem auch ein Honigbock, das Zwettler Achat. Und wenn man beim Interspar schon einkaufen ist und auf Honigbier steht oder womöglich auf Honigbock, dann empfehle ich zuzugreifen, weil nämlich die 4 Flaschen Achat Honigbock derzeit gerade mal nicht mal 3 Euro kosten. Die sind um die Hälfte reduziert, wahrscheinlich weil die Hauptbockzeit vorbei ist. Also Achat Honigbock gerade beim Interspar für weniger als 3 Euro. 4 Flaschen im Gegensatz zu hier in der 9er Box. Circa 13 Euro. Ich meine, ist interessanter und spannender mit 9 verschiedenen Flaschen, aber zum lustig vor sich hintrinken ist sicher die günstigere Variante. Fein, vor allem ich liebe Honigbier, ja. Einfach aufgrund von Mittelaltermärkten, diversen Tavernen, Bespielungen. Ich stehe auf Honigbier. Ja, Granitbier ist nicht so meins, aber Honigbier ist wirklich meins, deswegen habe ich es gekauft. Aber ich werde euch die anderen 8 Sorten nicht vorenthalten. Wir werden das Ganze dann im nächsten Video besprechen mit den Kollegen von dem Verein Prima Nocte aus Wien. Wobei natürlich auch einer bei der SCA, Society for Creative Anachronism, ist. Darüber mal ein eigenes Video. Das sage ich jetzt inzwischen bald bei jedem Video. Es gibt einfach so viel zu erzählen. Ja, das war's schon wieder. Wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht, schaltet auch übermorgen wieder ein, wenn es heißt Prost. Bis die Tage!